Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es ist jetzt Zeit für ein Pickup-Video, und zwar ein ganz spezielles Pickup-Video. Das letzte Video, das ihr gesehen habt, war ein Goro in Time. Wir haben eine Zeitreise gemacht an einer Zeitschrift. Und ja, genau um Zeitschriften dreht sich dieses Pickup-Video heute. Ich habe zwei Mega-Deals gemacht. Und zwar haben wir einmal hier mehrere Jahrgänge der N-Zone. Wir fangen mit dem neuesten Jahrgang an, den ich hier bekommen habe. Das wäre der Jahrgang 2012. Da sieht man es von Ausgabe 1 bis Ausgabe 12. Wenn es jetzt falsch sortiert, wenn man den richtig sortiert, wir machen es mal umgekehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann ergibt das nämlich ein schönes Rückenmotiv bei der N-Zone. Das war, haben die immer so gemacht, das fand ich ganz cool. Da sieht man nämlich das Wii U Gamepad. Das fing natürlich im Jahr 2011 an und im Jahr 2012 weiter. Also, wir haben hier einmal den kompletten Jahrgang 2012 der N-Zone. Ja. Ein Jahrgang. So, gehen wir beiseite. Dann haben wir einen zweiten Jahrgang. Und zwar ist der zweite Jahrgang dann das Jahr 2007. Da oben sieht man es. Januar 2007. Hier ist es dann die Wii, die abgebildet ist. Januar 2007 bis Dezember 2007. Also auch hier ein kompletter Jahrgang. Wir können auch die mal durchgehen hier. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Also die Zeitschriften sind natürlich alle gelesen, ja, das sieht man. Aber mein Gott, das gehört halt dazu. So, da sieht man das. Da haben wir die Wii und den, das müsste der Zapper sein, also der hier, der bei Links Crossbow Training dabei war, glaube ich. Ja, also das, der zweite Jahrgang ist dann 2007. Also 2012 und komplett 2007. Dann geht es weiter mit dem dritten Jahrgang. Das wäre der Jahrgang 2006. Ja, hier mit Metroid Prime Hunters. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, sieht ein bisschen mitgenommen aus, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Also das komplette Jahr 2006. Das ist ja noch der Game Boy Micro, da waren die noch schwarz, die Magazine hier, die Rücken, und dann fing es hier an, wieder in weiß überzugehen. Also der komplette Jahrgang 2006 ist der dritte im Bunde. So, dann haben wir noch einen vierten Jahrgang. Und zwar ist das der Jahrgang 2005. Also dann komplett 2005, 6 und 7, sowie Jahrgang 2012. Dann hätten wir auch hier den Januar mit Batman Begins, Februar der Nintendo DS, März Resident Evil, April, Mai, Juni, Juli, August, die 100. Ausgabe, September, Oktober, November und Dezember. Ja, also auch hier wieder ein kompletter Jahrgang. Hier ist es der Nintendo DS, und zwar nicht das Modell, das es zu kaufen gab, sondern das Demo-Modell, weil es damals vorgestellt wurde. Also vier komplette Jahrgänge, aber wir sind immer noch nicht durch. Denn in diesem Schnäppchen, in diesem Deal, ob es ein Schnäppchen ist, müsst ihr dann entscheiden. Oder könnt ihr dann entscheiden. In diesem Deal habe ich noch einen fünften Jahrgang geschossen. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen älter, und das ist der, den ich euch hier auch schon präsentiert habe, beziehungsweise die erste Ausgabe. Das komplette Jahr 2002. Also 20 Jahre liegt das Ganze hier zurück. Mit der Ausgabe habe ich ja angefangen. Das ist die erste von dem Goro in Time Video. Und da werdet ihr jetzt die nächsten Ausgaben quasi über das Jahr verteilt dann auch hier sehen. Da haben wir nämlich den Januar hier, Donkey Kong. Dann steht hier schon mal ein kleiner Teaser. Das ist die nächste Ausgabe für Februar, die Zeitreise. Die N-Zone mit Turok Evolution. Na, dann haben wir hier den März, den April. Und ab Mai hat sich das Design der N-Zone dann geändert mit dem GameCube. Zack, Mai, Juni, Juli, haben wir Spider-Man hier. August Mario Sunshine, September Resident Evil, Oktober wieder Mario Sunshine, November Perfect Dark,
und Dezember Star Fox Adventures. Also, der nächste kommt im Jahrgang 2002 mit den letzten Heften im alten Design und dann den ersten im neuen Design und da auch hier der GameCube-Controller und dann fängt es auch hier an, die GameCube zu werden oder der GameCube. Also, 5 komplette Jahrgänge. So. Aber auch das war es immer noch nicht. Denn diese 5 Jahrgänge, das ist das, die habe ich gekauft. Also da habe ich Geld für ausgegeben. Wie viel, werdet ihr euch noch nicht verraten? Da habe ich überlegt, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr meint, was diese 5 Jahrgänge wert wäre. Was würdet ihr für diese 5 Jahrgänge bezahlen? Unabhängig davon, was jetzt noch on top kommt. Denn zusätzlich zu den 5 Jahrgängen, die ich bezahlt habe, hat er mir noch Folgendes geschenkt, sag ich mal. Und zwar noch ältere Ausgaben. Und zwar aus dem ersten Jahr der Endzone. Das hier ist Ausgabe Nummer 7, Dezember 97. 1997, ich glaube im Juni kam die erste Ausgabe raus. Also die 7. Ausgabe der Endzone, im das Erscheinungsjahr 1997. Die hat er mir geschenkt, genauso wie die Ausgabe davor, also die Ausgabe 6, November 97. Und noch die Ausgabe Nummer 3, August 97. Ja, Begründung hat gesagt, das ist kein kompletter Jahrgang. Ja, wäre es auch nie geworden, weil es ja erst im Juni angefangen hat. Aber trotz allem, die wollte er nicht separat reinstellen und deswegen hat er gesagt, komm, die gibt er mir noch on top. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier noch irgendwann Ausgabe 1, 2, 4 und 5 rankomme, habe ich auch das halbe Jahr 97. Mehr gibt es ja nicht, dann auch komplett. Noch hier noch komplett enthalten, hier mit Tipps und Tricks, Karten etc. pp. Hier das 64DD als Sammelkarte. Wie geil ist das denn? Shadows of the Empire, 2 Karten. Ja, Extreme G, Golden Eye. Nee, Clay Fighter, Extreme G nochmal, Top Gear Rally. Also absolut genial. Richtig alte Endzone Magazine aus 97. Also die 3 Magazine gab es on top, zusätzlich zu den 5 Jahren. Außerdem hat er mir noch ein Endzone Sonderheft zu Wii aus dem Jahre 2006 dazugepackt. Gab es auch noch kostenlos. Ja, das war alles, was Endzone betrifft. Und dann gab es noch ein bisschen was nicht Endzone-relevantes. Und zwar einmal ein Games TM Magazin aus dem Jahre. Ausgabe Nummer 3 ist das. Irgendwo, was für ein Jahr das ist? 2009. April 2009 wahrscheinlich die nächste Ausgabe. Das heißt März 2009. Das ist halt über alle Konsolen hier: PC, PS3, Xbox 360, Wii, PS2, DS, PSP und Retro. Ne? Da auch nochmal ein älteres Videospielmagazin. Außerdem G oder GEE, keine Ahnung, Love for Games, auch ein Games-Magazin. Januar 2009, ja, Prince of Persia Titelstory. Sehr, sehr cool. Dann noch, auch mega geil, aus dem Jahr 2003, die Big N. Habe ich zwar nie gelesen, aber auch eine reine Nintendo-Zeitschrift, soweit ich weiß, oder? Doch, müsste auch eine reine Nintendo-Zeitschrift. 100% Nintendo, 100% unabhängig. Genau, eine reine Nintendo-Zeitschrift. Ausgabe August 2003. Hier sogar noch mit Poster drin und so. Absolut toll. Richtig geil. Es macht richtig Spaß in so alten Zeitschriften. Wir werden hier noch irgendwie Cheat-Karten. Cheat-Karten für Tom Clancy's Splinter Cell und für The Wind Waker. Ah, guck hier, da steht schon ein bisschen was drauf. Schilder reparieren, Lichtpfeile, Eis und Feuer und so weiter und so fort. Also noch eine Big N. Und das war immer noch nicht alles. Last but not least hat er mir noch 2 Ausgaben der Game Pro dazugegeben. Und zwar hätten wir hier 11 2006 und 10 2006. Also Oktober und November aus dem Jahre 2006. Beide sogar noch mit DVD, ja, Video-DVD, also noch ein bisschen Videoberichte, Video-Tests von Spielen mit dabei sind. Ja. Also, das Komplettpaket, 5 Jahrgänge Endzone, plus 3 Ausgaben aus dem Erscheinungsjahrgang 97, plus ein Endzone-Sonderheft, plus Games TM, plus G oder GEE, plus Big N und plus 2 Game Pros. Das alles habe ich bekommen. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was ich für dieses Mega-Paket hier bezahlt habe. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt, was ich da dafür latzen musste und werde es dann in den Kommentaren noch auflösen natürlich, was ich im Endeffekt für bezahlt habe. So, das war das eine Schnäppchen. Dann habe ich noch ein Schnäppchen gemacht. Wir reisen noch weiter in der Zeit zurück. Vor der Endzone quasi.
Und zwar, ich hatte ja schon mal ein paar Ausgaben der Nintendo Fun Vision. Und da habe ich hier ein komplettes, also nicht kein Komplettpaket im Sinne von allen Ausgaben, aber alle Zeitschriften hier in einem Paket auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da so günstig drankomme, weil normalerweise gehen einige Ausgaben teilweise ganz schön durch die Decke. Jetzt weiß ich, ob jetzt irgendwelche welche von hier, aber oftmals sind teilweise, wollen die Leute echt exorbitante Preise. Ich meine, klar, hier oben sind, fehlt mal ein kleines Stück oder so, ein bisschen was eingerissen, aber das gehört dazu, das sind alte Magazine und das ist für mich okay. Ja, dann haben wir hier Januar 95, Ausgabe Nummer 11. Ja, also auch noch nicht so lange, noch kein Jahr gab es die Funvision da, als die rauskam. Ausgabe 11 habe ich hier, dann Ausgabe 12, Ausgabe 13, Ausgabe 14, Ausgabe 15, Ausgabe 16 fehlt leider. Die hätte, glaube ich, laut Inserat auch dabei sein sollen. Da muss ich nochmal anschreiben, aber die hat, vielleicht hätte ich vergessen mitzuschicken. Ausgabe 17, Ausgabe 18, 19, das war eine Doppelausgabe. Ausgabe Nummer 20, dann hat sich das Design der Funvision so ein bisschen geändert. Ja, hier oben Ausgabe Nummer 21, 1195, alles über Secret of Evermore. Ausgabe Nummer 22, Ausgabe Nummer 23, Nummer 24, 25, 26, 27 und 28. Also, bis auf eine Ausgabe, von Ausgabe 11 bis Ausgabe 28, ja, fast alle Ausgaben durchgehen. Ja. Also haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Ausgaben. 16 Ausgaben Nintendo Funvision. Und für dieses Komplettpaket habe ich 25 Euro inklusive versichertem Versand bezahlt. Ich finde, da kann man nicht meckern. 25 Euro. Ich überlege, teilweise wollen sie für manch einzelne Hefte 5 bis 10 Euro haben oder so. Ich habe zwar diesen Stapel und ich habe noch keins dieser Hefte in meiner Sammlung, die ich jetzt wieder nur angefangen habe, nachdem ich leider alle meine Funvisions, die ich mal hatte, ich meine, die späteren Ausgaben, die hatte ich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber so gerade die ersten Ausgaben, ja, ich meine, die Ausgabe hatte ich, die hatte ich definitiv hier mit dem Joker drauf und so. Da bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass ich ab hier schon nicht mehr hatte. Ja, also ich glaube, bis hier hatte ich auf jeden Fall, bis Ausgabe 12, also das erste Jahr habe ich auf jeden Fall gehabt. Hatte ich, wie gesagt, habe ich leider jetzt nicht mehr. Und wert, also das alles neue Ausgaben für mich hier, alles welche, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe, 25 Euro. Also ihr seht, ich habe einiges an Retro-Magazinen bekommen jetzt hier. Und wir können also noch einige Zeitreisen machen, teilweise auch noch weiter in die Vergangenheit. Aber auch so komplett dieses Jahr können wir komplett jeden Monat 20 Jahre in die Vergangenheit reisen mit der Endzone und mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch den Jahrgang 2003 zu bekommen. Dann können wir das nächstes Jahr dann auch weiterführen und uns so durch die Jahre hangeln, dann quasi in den Jahren, die vergehen. Ja, aber auf Wunsch kann ich auch gerne mal hier in den alten Funvisions blättern oder sowas. Ihr könnt mir ja mal, wie gesagt, hier in das Video mal schreiben, was ihr von den alten Heften haltet. Wollt ihr da mehr Inhalte sehen? Aber gerne auch unter die Go in Time Videos. Eins ist ja aktuell erst draußen, aber auch in denen, die da kommen. Schreibt mir gerne drunter, wenn euch das Format gefällt, wenn ihr da mehr sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Aber wie gesagt, was haltet ihr von meinen beiden Schnappern, in Anführungszeichen, der gemacht hat, von meinen beiden Deals? Bei dem anderen wäre es mit Enzo und schreibt mir, was ihr glaubt, was ich bezahlt habe dafür. Ja, hier habe ich es euch schon erzählt. Ja, habt ihr die auch gelesen? Habt ihr früher auch eine Funvision gelesen? Kennt ihr die? Habt ihr die Endzone gelesen? Lest ihr die Endzone vielleicht auch aktuell immer noch, so wie ich zum Beispiel auch? Das alles haut mir in die Kommentare. Oder was lest ihr für andere Magazine? Oder habt ihr andere Nintendo-Magazine, andere Sega-Magazine, Xbox, Playstation, was auch immer? Was habt ihr so für Magazine früher und heute gelesen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.